Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema 25 km/h oder 45 km/h. Und zwar haben wir noch eines KTM, das ST Sports. Ich habe das Bike auf 45 km/h umprogrammiert. Das zeige ich euch nachher kurz verglichen zum 25 km/h KTM Elikan RR Modell, wie ihr hier den Vergleich haben von den Stundenkilometern. Ich persönlich empfehle ganz klar Arbeitsweg, wenn man möglichst weit möchte können fahren, 25 km/h Spike. Wenn man aber sagt, nein, man möchte einfach mehr Fun haben und ja, Kilometer 10 bis 20 längen einem, dann kann man sehr gut auf 45 km/h umprogrammieren. Wir sehen, wir haben hier gerade relativ steil. Da kann ich es euch gerade sehr gut zeigen. Und zwar ist es hier so, wir haben das Display, das wir hier einschalten. Und sind am Anfang immer gerade auf Stufe 2. Und jetzt fahren wir hier mal eine Runde, dass ihr seht, wie das so tut. Also Stufe 2, 25 km/h sind wir etwa bei 10, 11, 12 km/h. Ihr könnt hier natürlich auch die Stufen aufstellen, Stufe 3. Es wird steiler und wir sind trotzdem immer noch bei 11 km/h. Und jetzt gehen wir mal auf Stufe 4. Genau. Perfekt, dann wieder zurück. Das Gute ist, wir haben Energierückgewinnung. Das heisst, beim Bremsen bremst es nicht allzu stark, sondern es nimmt auch gerade Energie zurück. Und da spart man natürlich auch Bremsen. Also unterstützt eigentlich recht gut. Eben, wenn man weiter fahren will, reicht das eigentlich sehr gut. Jetzt wechseln wir mal den Akku wechseln und dann zeige ich euch noch das andere Bike.